Ich begrüße euch zu unserer Sendung an diesem Montag und diese Sendung beginnen wir mit einem ziemlich traurigen Thema, denn vor zwei Tagen, am 5. Oktober 2024, jährte sich zum 10. Mal einer der schlimmsten Unfälle in der jahrzehntelangen Formel-1-Geschichte. Es war der tödliche Unfall von Jules Bianchi. Es war der 5. Oktober des Jahres 2014, ohnehin ein ziemlich dunkler, aber vor allem auch ein ziemlich nass-kalter Tag in Suzuka. Der damalige Sauberpilot Adrian Sutil flog in Runde 42 in der schnellen Dunlop-Linkskurve ab. Sein Rennen war beendet. An der besagten Unfallstelle wurde dann kurzerhand doppelgelb gezeigt. Das heißt, Überholen ist verboten. Die übrigen Piloten auf der Strecke mussten auch ihre Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Währenddessen machte sich ein Bergefahrzeug in Richtung Adrian Sutil auf, um eben genau das Auto an jener Gefahrenzone eben auch zu bergen. Doch wie schon eine Runde zuvor unterschätzte auch Jules Bianchi, wie viel tatsächlich Wasser sich auf der Rennstrecke befindet. Erschwerend kam auch noch hinzu, dass er seine Geschwindigkeit nicht den Gegebenheiten angepasst hatte. Und so verlor Jules Bianchi bei 212 km/h komplett die Kontrolle und flog ebenfalls ab, genau an jener Stelle, an dem eben auch Adrian Sutil zuvor abflog. Doch eben an der Stelle von Adrian Sutils Auto stand nun das Bergefahrzeug. Jules Bianchi, der schlug mit 120 km/h in das Heck des Bergefahrzeugs ein, das durch den Aufprall gar kurzerhand angehoben wurde und wiederum dann unter sich allerdings das Auto von Jules Bianchi teilweise begräbt. Die Folgen in dieser Situation waren verheerend, denn Jules Bianchi, der zog sich schwerste Kopfverletzungen zu und verlor umgehend auch das Bewusstsein. Noch an der Unfallstelle, die ganzen Rettungssanitäter ereilten herbei, wurde Jules Bianchi noch erst versorgt. Der Japan Grand Prix, das Rennen in Suzuka, wurde vom damaligen Rennleiter dann kurzerhand abgebrochen. Aufgrund des schlimmen Ausmaßes verzichtete man gar dann auch bei der Siegerehrung auf die übliche Champagner-Dusche. Und das Wetter in Suzuka war zu diesem Zeitpunkt so schlecht, dass selbst der herbeigeeilte Rettungshubschrauber nicht abheben konnte. Und so wurde Jules Bianchi mit einem Krankenwagen ins gut 15 Kilometer nördlich gelegene Krankenhaus gebracht und anschließend notoperiert sowie dann wiederum auf die Intensivstation verlegt. Anschließend hatten die Ärzte dann Jules Bianchi in ein künstliches Koma versetzt. Nur einen Tag nach diesem verheerenden Unfall von Jules Bianchi eilte eben auch seine Familie ein und wich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von der Seite ihres Sohnes. Im November 2014 holten ihn dann wiederum die Ärzte aus dem Koma und hatten berichtet, dass Jules Bianchi wieder selbstständig atmen könne. Doch er blieb weiterhin bewusstlos. Vor allem auch sein Zustand blieb weiterhin ziemlich kritisch. Nur einige Monate nach diesem verheerenden Unfall beim Großen Preis von Japan verschlechterte sich sein Zustand so enorm, dass er dann am 17. Juli des Jahres 2015 verstarb. Er wurde gerade einmal nur 25 Jahre alt. Bianchis tödlicher Unfall sorgte am Ende dafür, dass man sich auf mehr Sicherheit verständigt hatte. Denn für alle war klar, das, was beim Großen Preis von Japan im Jahre 2014 passierte, das darf nie wieder geschehen. Und so führte die Formel 1 kurzerhand dann auch diesen, wie wir ihn heute kennen, den Cockpit-Schutz, das Halo-System ein, das im Jahre 2018 verbindlich wurde. Jules Bianchis Startnummer 17 wurde nach seinem Tod aus Respekt an ihn und auch an seine Leistungen seither nie wieder vergeben. Na, schlechte Nachrichten? Ach Quatsch, ich bin nur geblitzt worden. Aber das macht mir keine Sorgen mehr, denn ich bin jetzt bei Bußgeldkontrolle.de. Jede Minute verliert in Deutschland jemand seinen Führerschein. Dabei sind mindestens die Hälfte aller Bußgeldbescheide fehlerhaft und erfolgreich anfechtbar. Lassen Sie deshalb besser Ihre Bußgeldbescheide vorher prüfen auf bußgeld-kontrolle.de.
Ja, ein paar Sekunden der Pause, die taten uns auch gut, auch mal gut nach diesem Thema, denn das ruft natürlich nochmal die ganzen Bilder in Erinnerung, wie wir es vor 10 Jahren erlebt haben. Kommen wir zu einem anderen, und zwar nämlich zu ihm hier, zu Felipe Massa, der einzige Ferrari-Pilot, der kämpft noch immer, ja, aus seiner Perspektive nämlich um Gerechtigkeit, wie er es nämlich formuliert. Mit einem Anwaltsteam, darüber hatten wir auch schon zahlreiche Male in diesem aber auch im letzten Jahr berichtet, will sich der Brasilianer eben seinen aus seiner Sicht gestohlenen, geglaubten WM-Titel aus dem Jahre 2008 zurückerkämpfen. Der damals als sogenannter Crashgate betitelte Skandal im Jahre 2008 um den damaligen Renault-Teamchef Flavio Briatore schlug damals natürlich extrem hohe Wellen. Ein Jahr später wurde sowohl das Team als natürlich auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen, was letztlich ja dann auch dazu führte, dass Flavio Briatore 15 Jahre lang nicht mehr in der Formel 1 war und ja erst in diesem Jahr zurückgekehrt war. Danach wurde es vermeintlich ruhig um diesen ganzen Vorfall. Doch Anfang des vergangenen Jahres hatte sich das schlagartig nämlich verändert. Denn es war kein geringerer als der damalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, der ganz unverblümt über den damaligen Skandal sprach und das Ganze in einem Interview. In einem nun aktuellen Interview sprach Felipe Massa nun darüber, was das mit ihm gemacht habe, als er von den Aussagen Bernie Ecclestones erfuhr. Und so sagte er: Nach 15 Jahren zu hören, dass sie es schon 2008 wussten und sich entschieden haben, überhaupt nichts zu machen, das war zu viel für mich. Ja, 15 Jahre nach den damaligen Ereignissen, dann sich auch noch um den WM-Titel zu streiten, ist, Zitat, etwas, das ich nie in meinem Leben gedacht hätte. Es ist nicht einfach. Es ist sehr schwer für mich, Teil von so etwas zu sein. Seine Motivation ist es, dass er sich etwas erkämpft, was laut seiner Überzeugung ihm eben auch zustehen würde. Zitat: Wonach ich definitiv strebe, ist, anerkannt zu werden. Anerkannt als Champion, weil ich das verdient habe. Ja, anstelle von Felipe Massa gewann ja Lewis Hamilton im Jahre 2008 den WM-Titel und er gibt auch offen zu mit Lewis Hamilton. Mit den Briten hat er nie darüber, also über dieses Thema gesprochen, fügt aber auch gleichzeitig noch hinzu, der Kampf ist nicht mit Lewis. Lewis hat mit diesem Kampf doch überhaupt nichts zu tun. Der Kampf ist, was in dem Rennen passiert ist, was keine korrekte Strafe für den Sport war. Der Kampf ist, dass dieses Rennen annulliert werden sollte. Das ist der Kampf. Ja, wie dieser ganze Kampf ausgeht, ist natürlich noch völlig offen. Klage ist eingereicht, richtet sich ja gegen insgesamt 3. Einmal gegen die FIA, einmal auch gegen die Formel 1, aber auch gegen Bernie Ecclestone. Ja, und wir haben ja auch im letzten Jahr schon sehr ausführlich darüber berichtet und daraus entstand unter anderem eben auch eine sehr ausführliche Dokumentation zu eben den Ereignissen im Jahre 2008 und das Ganze unter dem Titel Singapur, der verheimlichte Skandal, könnt ihr natürlich in voller Länge hier auf unserem YouTube-Kanal anschauen oder eben auf champ1.de. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ja, die Fahrerfragen sind auch Anfang Oktober noch nicht vollständig und abschließend geklärt. Ja, nachdem sich ja bei Red Bull oder nachdem man bei Red Bull einige Tage nach dem letzten Grand Prix in Singapur sich aus ja, vielmehr ihrer Sicht endlich Daniel Ricciardos entledigt hatte, geht es aber bei Red Bull noch um eine andere, genauso entscheidende Frage, wie man nämlich mit dem Mexikaner Sergio Perez gedenkt umzugehen möchte. Denn nach einem anfänglich durchaus starken Saisonstart mutierte Sergio Perez dann zum großen Sorgenkind innerhalb der Red Bull-Familie. Dr. Helmut Marko sprach jetzt nun im Interview mit RTL NTV genau darüber und sagte: Perez hat Schwankungen, das wissen wir. Vor allem, wenn das Auto kurzfristig umgebaut wird, braucht er längere Zeit, um sich zu adaptieren. Das ist sicher ein Faktor, warum McLaren derzeit bei der Fahrerpaarung stärker ist als wir. Vom Speed her kann er es. Er hat einfach nur Schwankungen, die immer unberechenbarer werden.
Noch 6 Rennen stehen in diesem Jahr, in dieser Formel-1-Saison aus. Wie da Sergio Perez letztlich performen wird, weiß natürlich zum jetzigen Zeitpunkt keiner. Helmut Marko selber, der bleibt vorsichtig optimistisch. Aber was nach diesen 6 Rennen, also nach dem Ende dieser Formel-1-Saison passiert, vor allem auch, wenn Sergio Perez weiterhin Leistungen vermissen lässt, so heißt es dann wiederum von Helmut Marko, eine Garantie im Formel-1-Sport gibt es nur dann, wenn du entsprechende Leistungen bringst. Heißt also, übersetzt, trotz seines eigentlich neuen Vertrages, könnte ihm nach Abu Dhabi das endgültige Aus bei Red Bull drohen. Aber Helmut Marko, der sprach nicht nur über den Mexikaner, er hat auch noch mal ein paar Sätze in Richtung Daniel Ricciardo verloren und sprach zum geschassten Australier nämlich Folgendes. Die Idee war, wenn er sich bewährt, steigt er zu Red Bull Racing auf. Das war leider nicht der Fall. Seine Leistung war zu durchwachsen. Dieses Hoffen auf ein Wiederauferstehen des verlorenen Sohnes hat nicht geklappt. Und letztlich, wie es Helmut Marko auch formuliert hatte, sei der Speed bei Ricciardo, Zitat, nur ganz, ganz vereinzelt aufgeflackert. Diskussionen um Traditionsrennstrecken gab und wird es auch natürlich in Zukunft immer wieder geben, aber eben auch in der Vergangenheit gab es das. Und so wurden schon zahlreiche Rennstrecken am Ende zur Diskussion gestellt. Und nun ereilt diese Diskussion um ein mögliches Aus von Traditionsrennstrecken, nämlich auch der Italien Grand Prix. Und obwohl eigentlich das, was wir gleich hören werden, doch durchaus positive Aussagen von Stefano Domenicali sind, Zitat, eine Formel 1 ohne den großen Preis von Italien kann man sich nicht vorstellen. Ist es aber am Ende noch lange nicht in Stein gemeißelt. Denn, wie er sagt, müsse beim Autodromo di Monza dringend benötigte Investitionen getätigt werden. Unterbleibt das, könnte es zukünftig eben kein Rennen mehr in Monza geben. Und damit ist nicht gemeint, dass man einfach mal eine neue Asphaltdecke dann auch an die Strecke bringt. Nein, da muss noch viel mehr darüber hinaus passieren. Im Interview mit motorsport.com hatte er das ein bisschen konkretisiert und vor allem Folgendes hervorgehoben. Monza hat sich zu viele Jahre lang nur auf die Vergangenheit konzentriert. Immerhin, und das hob er dann auch einigermaßen positiv hervor, sei mit der Neuasphaltierung der erste Schritt getan, um eben die dortige Infrastruktur zu verbessern. Zitat, und dieser Schritt war unverzichtbar geworden für uns als Formel 1. Jetzt müssen wir in dieser Richtung weitermachen. Die Arbeit an der Streckenoberfläche ist getan und nun kommt das, was darüber liegt. Die Tribünen, das Fahrerlager, die Hospitality-Bereiche, das sind die nächsten Ziele. Und das können wir nicht auf 2040 verschieben, sondern müssen diese Projekte schnell realisieren. Ja, und er hält oder hebt vielmehr auch noch hervor, dass manches eben auch keine Zeit habe, um es weiterhin vor sich herzuschieben und sagt, es sind viele Stellen beteiligt, jeder muss seinen Beitrag leisten und ich sage das als Italiener, wir müssen als System denken, nur so können wir alle Prozesse beschleunigen, denn wir brauchen schnelle Antworten. Ja, aber die einen oder anderen werden sich vielleicht die Frage stellen, ja, ob es auch zukünftig bei 2 Italien Grand Prix bleibt. Man hat ja zum einen den Grand Prix in Monza und den anderen eben, der ja auf den Namen Emilia Romagna lautet. Stefano Domenicali sagt da nur, dass das weiterhin ein Diskussionsthema bleibe, aber es könnte in Zukunft eben auch ganz anders aussehen. Und das begründet Domenicali mit diesen Worten. Die Formel 1 erhält viele Anfragen. Deshalb müssen wir verstehen, ob wir es schaffen, beide zu unterstützen. Immerhin im nächsten Jahr wird es noch 2 Italien Grand Prix eben geben, eben in Monza und auch in Emilia Romagna. Doch nach dieser nächsten Formel 1 Saison laufen die Verträge sowohl für Emilia Romagna als auch für Monza aus. Der Ausgang hierbei ist allerdings noch völlig offen. Aber nicht nur Monza steht auf der Kippe, nein, auch eine weitere Traditionsrennstrecke muss um ihre Zukunft wieder einmal fürchten. Und da sprechen wir natürlich über Monaco. Auch eine der Traditionsrennstrecken in den letzten Jahren immer wieder auch zur Diskussion gestanden.
Bleibt man in Monaco, verlängert man in Monaco oder ja, wird es dann wirklich irgendwann mal soweit sein, dass die Traditionsrennstrecke aus dem Kalender fliegt? Denn, und das hat ja noch Monaco als eine der wenigen Rennstrecken, dass die wirklich ja so wenig bezahlen müssen wie eben manch oder kaum eine andere Rennstrecke. Und Kritik gibt es natürlich auch viel an Monaco, vor allem eben seit die Autos natürlich auch breiter geworden sind, dass eben ja auch kaum noch Überholmanöver möglich sind. Das haben wir in diesem Jahr ja auch wieder eindrucksvoll gesehen beim Heim-Grand Prix von Charles Leclerc, der das Rennen auch gewann, aber ein Vorbeikommen war kaum drin. Und ja, nachdem ja auch die Boxenstops schon alle vorgezogen wurden durch den Crash von Sergio Perez, ja, gab es am Ende dann einfach nicht mehr wirklich viel zu sehen. Und ja, vor allem eben auch gerade durch diesen Umstand, dass da keine großen Überholmanöver möglich sind, wird das auch von vielen Fans kritisch gesehen und könnten sich so langsam damit anfreunden, dass vielleicht Monaco eines Tages nicht mehr im Formel-1-Rennkalender wiederzufinden ist. Denn Monaco hat ja auch noch ein ganz anderes Problem, nämlich, denn es ist ja ein Stadtkurs und Stadtkurse kann man auch nur ganz begrenzt irgendwie auch umbauen und das ist anhand von Monaco eigentlich nicht wirklich möglich. Aber im nächsten Jahr soll Monaco auf jeden Fall nochmal über die Bühne gebracht werden, aber eben auch nach 2025 läuft der Vertrag einmal mehr aus und dann ist auch offen, wie es mit Monte Carlo weiter aussehen wird. Das war's mit unserer Sendung an diesem Montag. Eure Meinung zu unseren vier Themen gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns an dieser Stelle morgen, also am Dienstag, dann an dieser Stelle wieder. Bis dahin euch erstmal einen guten Start in die neue Woche und einen schönen restlichen Montag. Bis morgen und tschüss.